Drüben. Ja, dort. Das Grund war geschnitten, heißer Mittag, Sonnenwende, laut der letzten Grillen, es schwoll an und ab, drängend und durchdringend, und es war hier ein Zeichen. Wespen über dem Fall, Obst, süße Fäulnisse, Mostbirnen, Kolben schlagen eines Traktors im Wald, über den Hügelkuppen flimmerte die Luft. Sie nahm den Feldstecher wieder auf, schaute hinüber, drüben. Die Sonne neigte sich. Im ersten Stock hatte die Hausfront 5 Fenster. Die Sicht war fast zur Gänze verdeckt durch die großen Bäume, die um den Tümpel standen, aber sie wusste, dass es 5 waren und welche zur Bibliothek gehörten, welche zum kleinen Salon und welche zu seinem Arbeitszimmer. Sie wusste, wo der Schreibtisch stand, der Zeichentisch mit den alten Katasterpapieren, den Bleistiften, Federn, Pinseln, Linealen, Tinten, Tusche und Wassergläsern, den Schnüren, Blechschachteln, Federmessern, Zeitungen, den toten Käfern und den Briefen, ja, den vielen Briefen. Wie die hellen Weichholzschränke aussahen, mit den Fächern für die fertigen Blätter, Hunderte, Tausende. Sie wusste noch immer, welche er ihr beim ersten Mal gezeigt hatte, damals im Mai einer anderen Zeit. Und später neue und wieder neue in den 2,5 Jahren, die alles waren. Sie stand auf und barg den Feldstecher im Lederfutteral. Sie war leer und müde. In weitem Bogen ging sie über die Wiesen, die Hügel hinauf, die Hügel hinunter, den Waldrand entlang, durch die Gräben, ging und schlich beharrlich und hoffnungslos, Wut in ihrem Gesicht, Scham und etwas Verzehrendes, das sich sanft ergab. Mittelpunkt ihres Umkreisens war das hellgrün-graue Landschlösschen mit dem hölzernen Glockenturm auf dem Giebel. Als Wahrzeichen waren der Garten davor und das Gehege für die Hühner dahinter, der Kiesweg, das Lusthaus, der Teich, das eine Zimmer, das große, helle, über dessen Doppelbett Alexei Jawlenskis Porträt der anderen hing. Ja, dort. Drüben war niemand zu sehen. Als die Sonne sank, wurde es kühl. Sie hatte auf ihn zugelebt, lange bevor sie ihn kannte. Und als es zu Ende war, war es nicht zu Ende. Um 21.17 Uhr ging ihr Zug. Im Unkener Doktorhaus brennt lange Licht. Könnte man einen Blick in das Wohnzimmer werfen, das zur Terrasse hinausführt, würde man Hans am Klavier sehen, in rauschhaften Improvisationen spielt er Richard Wagner. Hört sie zu? Oder ist sie bei sich und auf der Suche nach dem, was sie sucht? Nach der Aufgabe, die auf sie wartet, denn das fühlt sie, dass etwas auf sie wartet. Der Mond steht über dem Achberg, taucht das Schlafzimmer in Dämmer. Er sieht sie gerne, wenn er über ihr ist, sieht ihr Haar, den Mund, den sie liebt. Die Saalach fließt, der Maibaum glänzt jeden Freitag, stirbt Christus um 3. Der Kalender zeigt April 1932. Da kommt ein Brief aus Zwicklett, der ist von Hedwig Kubin. Ihre schöne Zeichnung hier zurück. Mein Mann lässt Ihnen sagen, dass er mehr von Ihren Arbeiten sehen möchte, wenn es Ihnen also recht
der Mühe wert wäre, ihm eine Auswahl zu schicken, will er Ihnen gerne selbst darüber schreiben. M. Heseler schickt neue Bilder. Kurze Zeit später kommt wieder ein Brief Hedwigs, die die organisatorische Post ihres Mannes erledigt. Ihr lieber Besuch wäre am 20. Mai ganz recht. Hedwig empfängt sie mit großer Herzlichkeit. Im kleinen Salon gibt es Tee. Alfred Kubin zeigt den Besuchern seine jüngsten Zeichnungen. Hesele sieht die Figuren, Fratzen, Landschaften und dramatische Szenen zum ersten Mal im Original, sieht die Strichführung, den Lichteinfall der Komposition, es prägt sich hier ein als Gesamtheit für immer. Der Besuch dauert nur einige Stunden. Es gibt eine Fotografie davon. Ein lichtdurchfluteter Garten. Kubin und Emmy Hesele sitzen nahe beisammen an einem gedeckten Tisch. Emmy schaut in die Kamera. Eine sehr hübsche Frau. Um den Hals trägt sie eine Perlenkette. Ihr Lächeln scheu, selbstbewusst, abwartend. Was nicht zu sehen ist, ist Stärke. Es war nur ein Besuch. Das folgende Jahr jedoch ist von ihm bestimmt. Emmy fühlt sich in ihren Zeichnen ermutigt, beflügelt sogar, band Träume, Gesichter und Ängste ihres ganzen Lebens auf Papier. Sie sucht den Kontakt zu Kubin brieflich zu intensivieren. Sehr verehrter, lieber Herr Kubin, überhaupt habe ich sehr das Bedürfnis, mich, nein, nicht mit Ihnen auseinanderzusetzen, sondern viel eher zu verständigen. Die Briefe offenbaren die Intensität der Anziehungskraft und bereits einen verräterischen Unterton. Am 30. Jänner 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Hans Hesele verfolgt die Reden im Radio. Er feiert mit den Kindern das Ereignis als Sieg. Auch Emmy stößt an, aber sie driftet bereits an den Inn nach Wernstein und Zwicklett. Sie schreibt anspielungsreiche Briefe und scheut sich nicht, ihr Privatleben bloßzustellen. Der Magier von Zwicklett, wie Alfred Kubin genannt wird, versteht sofort die Zeichen, antwortet in seitenlangen Briefen. Emmy tut ihr Tagewerk, das Haus riecht nach Medikamenten, Hans wird zu Kranken- und Wöchnerinnen berufen, er hört Radio, geht in Versammlungen, baut an eine Zukunft. Sie zeichnet und schreibt Briefe. Die Saalach fließt, die Berge haben sieben Gesichter. Im Waschhäusel brennt das Feuer im Kessel. 1933, in diesem Sommer sehen die Unkener mit Neugierde und Verwunderung Emmy Hesele in ungebührlicher Nähe mit einem Mann am Ufer der Saalach und über die Höhenwege Richtung Heutal gehen. Es ist nicht ihr Doktor, dieser Mann ist viel zarter als er und fast kleiner als sie. Vom Achberg stürzen die Bäche. Auf Einladung von Emmy und Hans Hesele sind Hedwig und Alfred Kubin diesmal zur Sommerfrische in Unten. Sie kommen Anfang August und wohnen im Gasthof Post. Sie beziehen das Zimmer Nummer 6. Man versteht sich gut zu viert, geht wandern, genießt den Garten. Die abendlichen Gespräche gehen über Mitternacht hinaus. Hans improvisiert am Klavier, auch Hedwig spielt mit Zurückhaltung. Emmy fotografiert Kubin bei der Arbeit. Sie sind viel zu zweit und zärtlich
unterwegs. Sie tun sich keinen Zwang an, erzählen die Nachbarn. Hans ist in der Praxis, Hedwig ist nicht gut zu Fuß. Die Sympathien schließen jedoch alle ein, es entsteht Freundschaft. Alles könnte gut sein, aber die Liebe aus Briefen ist das Datum bekannt. Es ist der 19. August 1933. Alfred Kubin und Emmy Hesele, beide verheiratet, gestehen einander, dass sie sich lieben. Das Zimmer Nummer 6 kommt vor und unser Weg am Achberg und die Macht des Schicksals. Du, der Verheißene, du, meine astrale Eva, du Spiegel meiner Seele. Eine der schönsten, eine der traurigsten und ergreifendsten Liebesgeschichten des am Künstleramoren reichen 20. Jahrhunderts. Bis Februar 1936 läuft ein Geschehen ab, das voll von Dramatik, Glück, Schmerz und Heroismus ist und das nicht zu Ende ist, wenn es zu Ende ist. Die Rollen sind verteilt. Für Alfred Kubin ist es nicht die erste Liaison außerhalb seiner Ehe. Fast alle seine Zeichnungen offenbaren die Macht von Erotik und Sexualität in animalischer Triebhaftigkeit, Abscheu, Anziehung, Verführung und in apokalyptischen Bildern. Er hatte viele Geliebte. Sie kommen und gehen, Hedwig weiß es, sieht und toleriert es, weil sie ihn liebt und ihr gemeinsames Leben auch andere Formen von Vertrautheit und Verstehen kennt. Der Volksmund hat seine eigenen Worte, er sei ein Weiberer gewesen. Die Mägde habe er nach Passau zur Abtreibung geschickt. Er sei mit dem Teufel im Bunde. Emmy Hesele jedoch ist selbst für ihn etwas anderes. Niemand sagte mir das Intimste meiner stillsten Nachtgedanken als du. Für Emmy bedeutet die Liebe zu Kubin den Umbruch ihres gesamten Lebensentwurfs. Ihre Ehe besteht fortan in der Zweckgemeinschaft und in einer tiefen gegenseitigen Achtung und Zuneigung, die Kinder mit dem hochempfindlichen Sensorium Jugendliche leiden. Die Fotografien der Familie zeigen starre Gesichter, erstarrte Menschen. Stumm stehen sie da, sitzen um den Gartentisch. Wo ist die Leichtigkeit, das Lachen, die Schaukel des Lebens? Hans Hesele schlichtet aller Orten, nimmt sich der Kinder an, wenn Emmy in Zwickleck ist, vermag ihrer Liebesnot nichts entgegenzusetzen, akzeptiert sie und ist oder spielt es der Berater für alle Beteiligten. Er wird sogar zum Verteidiger seiner Frau, agiert als Seelenarzt und deutet Ehebruch nicht als solchen, sondern die Liebe als Ausdruck der Freiheit des Menschen. Alfred Kubin hält sich aus den Debatten heraus. Er nimmt und genießt, schreibt Briefe, zieht sich an den Zeichentisch zurück. Der Geniebegriff der Romantik ist immer noch lebendig. Als junger Mann hat er sich mit Nietzsches Zarathustra verglichen, auch mit der Urschöpferkraft aus Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung. Ein Genie, so scheint es, darf alles. Der Öffentlichkeit gegenüber, so sind sie übereingekommen, schweigen. Aber was lässt sich je wirklich sagen?
über die Liebe. And the last short spotlight, 12 years later. In weitem Bogen geht sie über Land, die Hügel hinauf, die Hügel hinunter, den Waldrand entlang durch die Gräben. Heimlich umkreist sie das Haus mit dem hölzernen Türmchen. Sie muss es tun. Sie ist an Zwicklett gebannt. Es ist ein Hexenbann, ein Fluch. 29. Mai 1948. Sie hat gerade ihre erste Ausstellung hinter sich. Sie würde ihm gerne so viel erzählen. Sie haben sich einst so viel gesagt. 12 Jahre hat sie ihn nicht gesehen, seit jenem Februar 1936. Aber Sehnsucht ist stärker als Vernunft, Verletztheit und Wut. Sie kennt keine Zeit, keinen Raum, ist in der Beuge des Tages und der Sprache der Nacht, in den Haaren, dem Zwerchfell, dem Narbe, dem Wunsch, ist diesseits und jenseits und mittendrin. Das Haus liegt wie ein Eiland des Friedens vor ihr. Ach, schreibt sie später, womit hatte ich nur dieses Glück verscherzt? Womit hatte ich es einstens verdient? Nun stehe ich ausgeschlossen wie eine Bettlerin, wie eine Landstreicherin vor diesem Reich, in dem ich ehemals Königin war. Im Garten blühen Pfingstrosen und Jasmin. Sie schleicht um den Tümpel, versteckt sich in der Hecke, schlummert ein in dem seligen Gefühl der Heimat des Herzens, wie sie sagt, nahe zu sein. Plötzlich hört sie Stimmen, eine Tür schlägt ins Schloss, er kommt auf sie zu, kein Atem, kein Herzschlag, Vakuum des Erschreckens, des Jubels, er sieht sie, kein Zögern, kein Zeichen der Überraschung, er lüftet den Hut, wie er es immer tut, bei jedem Mann und jeder Frau, sogar bei jedem Kind. Im Vorübergehen sagt er wie beiläufig, für die gut, that means goodbye. Sie folgt ihm heimlich in der fußbreiten Spur durch die Wiesen hinunter nach Wernstein. Der Weg wird einsam zwischen Feldern, dann eng bei einer Hofdurchfahrt. Er spricht mit den Bauern. Jetzt, sie geht an ihm vorüber, ohne ein Wort. Eine dunkle Sonnenbrille verbirgt ihre Augen. Er hält sie nicht auf. Du allerschwerstes Kreuz. Du Himmel, du Hölle, du Engel, du Teufel, die Angel, die Julitsch.